Hallihallo zu einem neuen Video. Ja, ich mache ja hier nochmal sehr viel Musik auf dem Kanal, aber heute dachte ich mir, machen wir mal ein Thema, was ich auch wichtig finde persönlich. Und zwar will ich heute über den Beruf des Erziehers reden. Genauer meine Erfahrungen in dem Beruf. Deswegen ganz kurz zu mir und was mich befähigt, dieses Video zu machen. Ich habe gute zwei Jahre in einer Kita hinter mich gebracht, in einem offenen Konzept. Das heißt, es gibt keine festen Gruppenstrukturen. Die Kinder können ziemlich selbstbestimmt den Alltag dort bewältigen. Wir halt als Begleiter und Unterstützer und so. Genau, und wir bieten denen halt die Sachen recht frei an, so Impulse, und dann können die damit forschen und so. Ja, da war ich halt zwei Jahre, wie gesagt. Ich war da mega oft krank, hatte seinen Höhepunkt vor einem Jahr, Anfang 2018. Das war sowieso krankheitsmäßig ein recht krasser Winter. Dementsprechend krass war es auch in der Kita. Genau, das hatte bei mir echt einen Höhepunkt. Ich war total runter auf 60 Kilo. Ja, ich bin 1,82 Meter groß. Das war heftig. Mir ging es wirklich richtig schlecht in der Zeit. Und in der Zeit habe ich auch viel Gedanken gemacht, ob ich das da weitermachen kann. Und natürlich kann ich das nicht weitermachen. Was ist das denn für eine Lebensqualität, wenn man ständig krank ist? Ja, damit wären wir beim ersten Punkt, finde ich. Krankheit. Ja, die Belastungen in der Kita. Krankheit, Punkt 1. Man ist ständig in Kontakt mit, wir hatten da 80 Kinder im Haus oder so, oder ein paar mehr. Und natürlich schleppen die alles ständig irgendwelche Erreger da rein, ja, erstens mal. Und wir als Erzieher kriegen das natürlich auch ab, ist ja klar. Ich war erst frisch nach Köln gezogen, mein Immunsystem war noch nicht da auf die neuen Erreger eingestellt und so. Ist heftig, ja, aber da sind auch Kollegen, die sind schon länger da gewesen als ich. Und die waren halt trotzdem auch total oft krank. Und ich war da nicht der Einzige, der da, den das stark fordert. Ich meine, das ist absolut brutal, wenn du ständig krank bist. Ja, also kann sich ja jeder vorstellen. Ich noch als Musiker, das ist doppelt scheiße. Ich kann nicht singen. Durch diese hohe Krankheit im Haus resultiert halt eine hohe Unterbesetzung, weil man kann sich nicht immer dahin schleppen krank. Und daraus wiederum resultiert mehr Stress für die, die dann da sind. Es ist einfach eine doppelte Belastung. Also die Verantwortung für so viele Kinder mit weniger Leuten dann zu tragen, ist halt einfach, ja, noch belastender. Durch diese hohe Belastung und diesen mehr Stress durch die Unterbesetzung resultiert dann wiederum, dass man anfälliger wird, für krank zu sein. Und man ist in einem ewigen Kreislauf gefangen, würde ich sagen. Generell finde ich den Betreuungsschlüssel mega, den Witz. Ich weiß, der ist irgendwie je nach Bundesland unterschiedlich. Ich finde, ist egal welcher, es ist alles bekloppt. Ich glaube, dass es hier in NRW so 11 Kinder pro Erzieher ungefähr sind. Aber dieser Schlüssel, der berücksichtigt weder Urlaub, der berücksichtigt keine Krankheit, der berücksichtigt keine Pausenzeiten, Zeiten, wo gewickelt wird, Zeiten, wo Kollegen Vorbereitungszeit machen müssen, ja, die ganzen Bildungsdokumentationen, Elterngespräche vorbereiten und so weiter und so fort. Individuelle Förderung, da muss man sich gar keine Illusion machen. Das klappt nicht mit diesem Schlüssel. Das ist ein Witz. Ein weiterer Punkt, die Bezahlung für diese krasse Belastung, die man da hat, stressmäßig, krankheitsmäßig. Also es muss auf jeden Fall generell besser bezahlt sein. Es hängt vom Träger ab natürlich, was man kriegt, und auch die Erzieherausbildung, die übrigens nahezu, glaube ich, nicht bezahlt ist, ist dann danach so schlecht vergütet, und das ist schon irgendwie, vor allem für das, was man da leistet. Ja, nochmal kurz zu einer anderen Belastung, die Verantwortung an sich. Ich habe es ja kurz schon angerissen, wegen der Krankheit ist dann noch schlimmer, je weniger Erzieher da sind, desto anstrengender wird das für die Einzelnen. Man hat eigentlich permanent die Aufsicht natürlich für fremde Kinder, man will nicht, dass denen was passiert, aber es können halt im Alltag so viele Dinge passieren, auf die man gar keinen Einfluss hat. Selbst wenn du dabei sitzt und die ganze Zeit aufpasst, es sind halt Kinder, das sind noch nicht vollständig motorisch ausgebildete Menschen, und die stolpern, die fallen über Sachen, die fallen einfach so hin. Und dann können die auch direkt vor dir stolpern und auf die Schnauze mitten auf den Baustein fallen. Ne, und haben dann eine Platzwunde oder was weiß ich, ja. Horrorszenario ist jetzt nicht passiert in meiner Zeit, aber es kann ja passieren. Und man muss denen ja auch einen gewissen Raum und Vertrauensvorschuss geben, dass die sich ausprobieren können, weil sonst lernen die ja nichts. Das ist immer so schwierig, da ein Mittelding zu finden. Natürlich muss man ein bisschen, sag ich mal, unfallpräventiven Blick entwickeln,
Aber nochmal zur Verantwortung im Detail. Man ist eigentlich, finde ich, den ganzen Tag immer so, man hat so eine, immer eine Anspannung. Man hat jetzt immer so auf Hab 8, ja, das, also nicht umsonst haben die Sozialberufe ein hohes Risiko für Burnout und so. Man ist halt, wie gesagt, dauernd angespannt, weil man ist auch dauerhaft Ansprechpartner für die Kinder. Ich habe mal mit meinem Vater geredet und der meinte, ja, wenn er auf der Arbeit, er arbeitet dann eher im Büro und so, wenn man da mal einen schlechten Tag hat, dann kann man auch mal einen Gang runterschalten und sagen, okay, machen wir heute mal nicht ganz so schnell und ein bisschen entspannter, arbeiten wir die Arbeit mal ein bisschen chilliger weg. Du kannst das gar nicht im Kindergarten. Die Kinder sind immer da, die fordern dich immer. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, ganz ehrlich, dann bleibst du besser zu Hause, weil es schaukelt sich hoch oder runter, wie man es will. Was auch eine mega hohe Belastung ist, sogar letztens habe ich gelesen, eine der höchsten für die Erzieher und die Kinder sogar auch, die Lautstärke. Also die Lautstärke manchmal, vor allem im Winter, wenn du nicht raus kannst oder wenig raus kannst, die Kinder sind nicht ausgelastet. Ich kann euch das mal in die Infobox packen, einen Artikel darüber gefunden, irgendwie, da stand dann am Anfang, dass es halt in der Kita bis zu 117 Dezibel laut werden kann. Zum Vergleich, wenn man 100 Meter von einem Düsenjet-Start steht, hat das nur 100 Dezibel, ja? Also um mal eine Vorstellung zu kriegen, wie laut das da ist in den Kitas teilweise, ja? Nicht umsonst habe ich vor einem Jahr dort einen Tinnitus entwickelt in meiner schlimmen Krankheitsphase. Durch Stress, durch permanente Lautstärke. Man muss auf jeden Fall festhalten, dass das je nach Einrichtung unterschiedlich ist. Ja, also wenn ihr wirklich sagt, hey, ich liebe Kinder, das ist genau mein Ding, macht das. Ja, aber macht vorher Praktika in verschiedenen Kita-Einrichtungen. Weil ich sag euch, das spielt eine absolut entscheidende Rolle. Was das für eine Kita ist, was da für Kinder sind, wie viele Kinder da sind, wie die räumlichen Strukturen sind, ja. Wer das machen möchte, probiert euch aus. Ich kann euch nur sagen, es ist nicht meins und es ist viel zu schlecht bezahlt für, was das einen an Lebensjahren kostet, glaube ich, oder an Nerven. Deswegen, ja, ich denke, das war's für dieses Video. Wenn ihr noch im Detail was wissen wollt, noch mehr über meine Krankheits- oder generell Kita-Erfahrungen, dann schreibt mal Fragen rein. Ich komme gerne in die Kommentare auch und beantworte einige. Oder wenn es zu viel ist, mache ich noch ein zweites Video. Ich denke, dass das sehr interessant sein könnte für viele da draußen. Ja, ich denke, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr könnt damit was anfangen oder fandet es interessant, auch wenn ihr damit vielleicht noch nie Berührungspunkte hattet. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin, bleibt gesund!